Moin und hallo meine lieben Freunde, was geht ab? Burrito auf Doom hier. Herzlich willkommen zu unserer ersten Champion-Analyse. In dieser wollen wir uns Woche für Woche starke Champions Patch für Patch ansehen. Den Start für dieses Format wird Camille Toplane machen. Wir werden uns angucken, was Camille Toplane so stark macht, warum sie gerade so viel gepickt wird, warum ihre Winrate relativ hoch ist und wie man sie spielt. Wenn du aber in Zukunft keine weiteren Analysen, Guides oder sonstiges verpassen willst, klicke jetzt auf den Abonnieren-Button. Legen wir los. Zunächst einmal sollten wir uns natürlich die Frage stellen, warum Camille überhaupt stark ist gerade. Dies hat verschiedene Gründe. Eins von Camilles ersten Power Spikes früher war ihr Sheen-Kauf auf 1050 Gold. Sheens Preis wurde nun auf 700 Gold reduziert, was heißt, dass du effektiv 20 bis 25 CS früher an deinen ersten Power Spike rankommst. Das, gekoppelt mit deinem bereits relativ starken Trinity Force und ihrer Itemisierung, macht Camille aktuell zu einem der stärksten Toplaner auf diesem Patch. Zum Start dieser Analyse des Champions wollen wir uns natürlich zuerst die Skill-Prioritäten ansehen, die Skill-Order, die Runen und mehr. All das siehst du hier eingeblendet. Es gibt nur eine Sache, die du beachten solltest, wenn du auf Level 1 dein Skill skillst. Normalerweise startest du mit E, wie du siehst. In schwierigen Ranged-Matchups oder Poke-Matchups wäre es aber klüger, mit deiner W zu starten für einen zusätzlichen Poke und Sustain. Davon abgesehen wird dein Core-Build in 99% der Fällen Trinity Force, Ravenous Hydra und natürlich deine Schuhe sein. Anschließend sollten die Gegner viel AD haben und viel AD-Schaden, ist Death Stance ein nächstes starkes Item, da, nicht vergessen, die Magic Resistance von Death Stance runtergenommen wurde und es nur noch ein AD-Counter-Item ist, oder eben Steric's Gage, wenn die Gegner viel Mix-Damage haben. Camille ist ziemlich stark gegen andere Carry-Top-Laner, wie beispielsweise Yone, struggelt aber so ein bisschen gegen Tanks in den ersten paar Levels. Das erlegt sich aber relativ schnell, spätestens nach Level 9, wenn du deine Q gemaxt hast und sie ihren vollen True-Damage macht. Durch ihren True Damage auf der Q, genauso wie durch die Schadensamplifizierung durch Trinity Force, kann Camille es sich erlauben, auf viele Tankbuster-Items zu verzichten, die andere Carry-Toplaner brauchen, und tatsächlich mehr für Survivability oder Burst-Damage zu gehen, um 100% die Backline der Gegner zu one-shotten. Da Camille aber ein mechanisch sehr intensiver Champion ist, wollen wir uns jetzt einigen Kombos annehmen. Ihre simpelste und auch wichtigste Combo ist der Auto-Attack, Q, Auto-Attack, Q. Das ist eine Combo, die die meisten Camille-Spieler relativ intuitiv machen. Wichtig dabei ist nur, dass die Q hier als Auto-Attack Reset genutzt wird und dein Sheen bzw. später im Spielverlauf dein Trinity Force proc't. Im späteren Spielverlauf, sobald du etwas mehr Attack Speed hast, wird daraus Auto-Attack, Q, Auto-Attack, Auto-Attack, Q. Du möchtest natürlich wie immer auf deinen verstärkten Schaden deiner Q warten und wenn du schneller angreifst, musst du aufpassen, dass du deine zweite Q nicht zu früh zündest. Als nächstes wollen wir uns einige Tricks mit deinem Hookshot ansehen. Zunächst einmal, du kannst die Range deines Hookshots, wenn du auf einen Gegner zufliegst, mit einem Flash verlängern, ähnlich wie eine Jarvan-EQ-Kombo. Dazu musst du im Flug, bevor du angekommen bist, einfach flashen und den Gegner dabei natürlich treffen. Das ist vor allem dann effektiv und gut, wenn der Gegner denkt, dass er gerade noch genug Platz hat zwischen dir und seinem sicheren Tod. Als nächstes kannst du deine W benutzen, während du an der Wand bist bzw. im Flug bist und dann mit der W auf den Gegner zufliegen. Auch diese Combo E, W, E ist gerade dann gut, um den Gegner off-guard zu catchen und etwas mehr Poke rauszubekommen oder sogar ihn zu slowen und dann runter zu chasen. Dann weniger eine Combo und mehr eine Mechanik. Du kannst, während du an der Wand hängst, flashen, dich neu positionieren und dann erst losfliegen. Das Timing hierfür ist aber sehr spezifisch. Ich würde dir empfehlen, dass du das erstmal im Practice-Tool ein bisschen übst, bevor du damit ins Rank gehst oder in Normals gehst. Sobald du das aber drauf hast, wirst du in der Lage sein, Gegner komplett aus dem Leben zu nehmen. Kommen wir nun zu einigen Trading-Kombos. Deine gewöhnliche Trading-Kombo dürfte sein E, W, E, Auto-Attack, Q, Auto-Attack, Q. Das hier ist eine Standard-Trading-Kombo, solltest du in der Lage sein, den Gegner mit deiner E zu treffen. Dies maximiert deine Trinity Force bzw. Sheen Procs, sorgt für den maximalen Damage und ist auch am safesten. Wenn du aber für eine schnellere Burst-Kombo gehen möchtest, kannst du folgendes machen. Du Q'st ein Minion, dann machst du deine E, W, E, Auto-Attack und dann die zweite Instanz deiner Q. Dies garantiert dir den True-Damage-Part deiner Q und du kannst danach einfach sofort wieder weg. Eine sehr fortgeschrittene Combo, die aber deinen Schaden zu 100% maximiert ist, du startest wieder mit einer Q auf ein Minion, dann EWE wie gewöhnlich, Auto-Attack hinterher, Ulti, Auto-Attack, Q.
Dies ist die Combo für maximalen Schaden, da du dort das Spellbewing perfekt mit reinnimmst, so gut es zumindest geht, du dein Trinity Force so oft es geht proxst und du sogar den Bonusschaden deiner Ult nochmal mitnimmst. Wie du siehst, hat Camille relativ viele mechanische Kniffe, aber die sind nach ein bisschen Übungs- und Eingewöhnungszeit recht gut zu meistern. Wie möchtest du Camille aber eigentlich spielen? Im Early Game bist du meistens eher etwas defensiver oder passiver. Aufgrund deiner hohen Cooldowns und vor allem auch der langen Reaktivierungszeit deiner Q verlierst du oft Trades gegen Champions, die nur kurze Burst-Trades eingehen wollen. Du solltest nie ohne deinen Shield, also deine passive, traden gehen. Sorg im Early Game vor allem dafür, dass du mit dem Sustain deiner W in der Laning Phase bleiben kannst und vielleicht mit dem CC deiner E in den Jungle Gank setupen kannst. Du selber solltest wegen der absurd hohen Mobilität, die du hast, recht safe sein. Der wahre Spaß als Camille fängt an, sobald du deinen Sheen hast. Wie bereits im Intro erwähnt, sind diese Kosten reduziert worden. Ab hier kannst du anfangen, auch etwas längere Trades zu nehmen und beispielsweise mit der Auto-Attack-Q-Combo zu arbeiten oder mit der EWE-Combo und dann rauszukiten. Im Midgame angekommen hast du zwei verschiedene Rollen, die du einnehmen kannst. Erstens, du kannst für traditionellen Split-Push gehen. Das ist vor allem dann gut, wenn der Gegner nicht wirklich viel Pressure auf dir hat und du ihn sowieso out-duelst oder out-tradest. Du darfst nicht vergessen, Camille ist ein saustarker 1v1-Champion. Oder aber zweitens, du kannst für Flanks und TP-Plays gehen. Wenn du als Camille einen Teamfight front-to-back engagest, also von vorne einfach rein wie ein Tank, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du in 4 oder 5 Leute reinspringst und einfach tot bist. Als Camille wartest du den Teamfight immer erst ab, wartest die höchsten Cooldowns ab, wie beispielsweise eine Ornn-Ult oder ein Maokai-Ult oder sowas, und engagest dann erst auf die Backline. In einem Teamfight sind zwei Sachen besonders wichtig. Erstens, gerate nicht in Panik und versuch nach wie vor dein Spellweaving konstant aufrecht zu erhalten, um den Schaden von Sheen und Trinity Force zu maximieren. Und zweitens, deine Ult-Timings. Deine Ult kann dein stärkstes defensives sowie offensives Tool sein, wenn du nur weißt, wie du es benutzt. Du kannst mit deiner Ult jeglichen Skill dodgen, vorausgesetzt du bist nicht CC'd, und kannst dir somit extrem viel Zeit und Safety verschaffen. Ob du nun die Rolle eines Duellanten und Split-Pushers einnimmst oder eines Teamfight-Flankers, hängt an mehreren Faktoren ab. Beispielsweise, wie stark bin ich, wie gut kann ich überhaupt gegen den gegnerischen Laner split pushen oder wie viel Point-and-Click-CC haben die Gegner überhaupt gegen mich. Hier würde ich dir tatsächlich empfehlen, das neue Legendary-Item Silvermeer Dawn vielleicht in dein Bild mit reinzunehmen. Das ist praktisch ein QSS nur für AD-Bruiser, was perfekt für dich ist. Du bist als Camille super flexibel in deinem Bild. Nutzt das zu deinem Vorteil. Du hast beispielsweise Trinity Force und Strix Gage gebaut, merkst aber, dass du vom gegnerischen Mittler die ganze Zeit gewone-shottet wirst, bau ein Spirit Visage, das verstärkt jetzt auch deine Passive beispielsweise. Camilles Flexibilität in ihrem Playstyle und in ihren Item-Builds ist das, was sie unter anderem so stark macht. Bevor wir uns aber dem Ende nähern, würde ich mich sehr über ein Like freuen und würde dich nochmal gerne daran erinnern zu subscriben, falls du das noch nicht getan hast, da wir in Zukunft mehrere solcher Videos rausbringen wollen. Wie hat dir dieses Video gefallen? Lass doch gerne auch einen Kommentar da. Was kann improved werden? Welche Sektionen sollten eingebunden werden? Was wollt ihr sehen? Welcher Champion sollte der nächste sein? Einfach nach unten schreiben. Vielen lieben Dank fürs Zusehen, meine lieben Freunde. Bis zum nächsten Mal und reingehauen!